Ralf Hasenhüttl heuert in der Premier League an, Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton erlebt eine Schrecksekunde und Verletzungspech im ÖSV-Team. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag, hier ist das KRONE AT Sportstudio. Der neue Trainer vom FC Southampton heißt Ralf Hasenhüttl. Der 51-jährige Steirer übernimmt beim kriselnden Club von der südenglischen Küste das Ruder. Hasenhüttl war seit Sommer ohne Trainerposten gewesen, nachdem es keine Einigung bezüglich einer Verlängerung seines Vertrags bei RB Leipzig gegeben hatte. Seither stand er bei mehreren Vereinen im Visier. Nun darf er als erster Österreicher überhaupt als Chef bei einem englischen Premier League Club agieren und soll den Verein vom Tabellenende wegführen. Schrecksekunde für Formel 1-Weltmeister Lewis Hamilton. Der Brite kam am Wochenende bei einem Superbike-Test im spanischen Jerez zu Sturz. Der 33-Jährige fuhr eine schwarze Yamaha. Der Mercedes-Pilot hatte bei seinem Crash aber Glück im Unglück. Hamilton blieb unverletzt. Auf vier Rädern läuft es für ihn deutlich besser. Als nun fünffacher Formel 1-Weltmeister hat Hamilton nur noch den siebenfachen Rekordchampion Michael Schumacher vor sich. Verletzungspech im ÖSV-Team. Speed-Spezialistin Christine Scheier musste nach ihrem Sturz im Super-G von Lake Louise die Saison frühzeitig beenden. Eine Untersuchung in München ergab einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss im rechten Knie sowie eine Impressionsfraktur des Oberschenkels. Für die ÖSV-Hoffnung ist es bereits die dritte Knieverletzung in ihrer noch jungen Karriere. Und nun kommen wir zu den heutigen Sport-Highlights. In der Premier League ist Marko Arnautović wieder im Einsatz. Mit seinem Club West Ham United duelliert er sich um 20.45 Uhr mit Cardiff City. Und um 21 Uhr muss Leader Manchester City in Watford ran. Und noch ein heißer Tipp für alle Eishockey-Fans: Red Bull Salzburg trifft im Viertelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League auf den finnischen Meister Kärpät. Die Partie beginnt um 19.30 Uhr. Auf KRONE.at verpassen Sie natürlich nichts. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstag und bis zum nächsten Mal.